Das haben wir nicht gefragt zu. Nee, doch, da hat er auch einen Brief für Julia aufgegeben. Fragen wir ihn doch mal nach dem Pad. Er ist ein pfiffiger Geschäftsmann, manchmal schwimmt er gegen den Strom, aber er weiß sich immer zu helfen. Gut, das stärkt meinen Eindruck. Schreibe ich mir kurz auf. Pfiffiger Geschäftsmann. Laut dem guten alten Leo. Okay, über wen könnte ich ihn noch fragen? Der Bob, der ein Dolch geschenkt bekommen hat. Also der Sohn, der Cousin. Über die Eva will ich mal gerne wissen, was er da weiß. Das ist eine gute Idee. Eva. Ich habe ihm nichts vorzuwerfen. Das hat er auch komisch gesagt, hat zweimal ich gesagt. Ich notiere es mir mal. Hat Eva, in Klammern, nee, natürlich Mädchen, nichts vorzuwerfen und stottert. Stottert dabei. Komisch, der kommt mir auch. Die sind alle komisch hier. Wenn sie da mal was Komisches sagen, dann sind sie ganz komisch. Dann habe ich hier noch den Schmuckdealer. Über den könnte man ja auch mal fragen. Der Lück, das war der Mann von Ida. Sie sind zu neugierig. Nee, da haben wir schon zu viel gefragt, ne? Ende der Unterhaltung. Charme verzaubert die alten Zimmer. Ich habe immer noch halb ein. Das Gespräch war so kurz. Aber ich bin jetzt allein. Okay, und ich bin auch ein bisschen ratlos. Ich muss mir das Ganze noch mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und würde sagen, ich mache hier mal eine Aufnahmepause. Ich speichere noch ganz kurz den Status des Emulators. Save Snapshot. Aufnahmepause 1. Na, jetzt habe ich hier 1 Stunde 46 durchgerödelt. Aber das macht auch tierisch Spaß, muss ich sagen. So, da es mein erstes Let's Play ist und ja, wäre ich sehr froh, wenn ihr mir Comments hinterlasst, vielleicht auch Tipps gebt zum Spiel, falls ihr das kennt. Es wäre der Hammer, jemanden zu treffen, der es auch noch kennt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Haut rein, ciao.